Willkommen zum heutigen Testspiel. Am Mikrofon Manni Volkmann und Frank Buschmann. Und heute heißt es also Amca Perm gegen Wigan Athletic. Was kannst du uns zur heutigen Heimelf sagen, Frank? Die Zukunftsplanung hat mit der Saisonvorbereitung jetzt also begonnen. Es soll die Basis für eine goldene Zukunft sein. Dieser Spieler ist auf Leihbasis zum Team gestoßen. Mal gucken, ob er sich durchsetzen kann. Also der soll hier natürlich in erster Linie Erfahrung sammeln, was dann auch seinem ursprünglichen Team zugutekommt. Unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt, er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein flüssiges Fußballspiel. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Keeper spielt schön mit, Frank. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz souverän. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Jawohl, abgefangen. Die Kollegen helfen ihm schon. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Hoffentlich ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Das Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Jetzt sieht er ab. Der war nicht einfach zu halten, da lag eine Menge Wucht in dem Ball. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams.
sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Und jetzt! Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Souverän geklärt. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Das war eine faire Aktion. Gute Flanke. Der Ball kommt gut rein, trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Brillant gemacht. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Zweikampf um den Ballbesitz. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Und der Angriff wurde gestoppt. Espinosa. Gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt, er muss Freistoß pfeifen. Er trifft hier klar den Gegner. Das war ein Foul, keine Frage. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Espinosa. Die Abwehr steht goldrichtig. Und Achtung, genau hingeschaut. Eine knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Und die Abwehr aufmerksam. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Mir gefällt der Schiedsrichter, lässt das ein bisschen an der langen Leine. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden, sofort, ohne zu überlegen. Nicht abprallen lassen, nicht fallen lassen, festgehalten, super. Könnte sich eine Chance entwickeln.
Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Das muss es sein! Flanke fliegt in den 16er. Hätte man sofort verarbeitet. Ja, da hatte er das zweite Ding auf dem Schlappen. Ja, vielleicht wollte er es da ein bisschen zu genau machen. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Sauber geklärt. Die Torschussstatistik, sie sagt so einiges aus. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Und die Situation ist bereinigt. Sehr gute Flanke. Jetzt schießt er und da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Komm, wie er das macht und da setzt er zur Grätsche an. McCarthy. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Gute Flanke. Er könnte passen. Und den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt Abstoß. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Gut abgefangen. Kann er jetzt auch einen eigenen Angriff einleiten? Espinosa. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Der Ball ist frei. Jeder kann ihn haben. McCarthy. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Schwache Flanke. Zu leicht auszurechnen. Espinosa. Hier wird richtig gekämpft. Der Assistent entscheidet, abseits. McCarthy. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Sie liegen in Führung, aber es gibt noch mal frischen Schwung in Form einer Auswechslung. Natürlich soll jetzt in erster Linie die Führung verteidigt werden. Im Mittelfeld.
Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Das ist es! Unglaubliches Tor! Guck dir das an, wie er das macht, wie er da rein. Unglaublich. Das ist ein absolutes Traumtor und das musst du erstmal machen. Und er fliegt da wieder, so wirkt es zumindest. Höher als alle anderen, ein Superkopfball. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Grandios! Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Das muss er pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Achtung, Kopfball. Ja, ja, kein Problem. Im modernen Fußball, da braucht man den mitspielenden Torwart. Ja, das gibt einen Eckball. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Wieder viel zu bereden. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters beendet das Spiel. Was war der Erkenntniswert? Sie haben gewonnen. Vielleicht haben sie ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Ja, das würde ich gar nicht unterschätzen, Manni. Das ist genau der entscheidende Aspekt. Das nimmst du mit in die nächsten Wochen. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.